Hey, Anubis, RPC Community TV. Wir sind hier bei Warframe und haben einen der Community-Sprecher von Warframe dabei und einen Dolmetscher. Okay, erste Frage ist natürlich, Warframe wirkt nach kurzer Zeit ziemlich eintönig und der Ablauf wirkt so, als würde er sich wiederholen in verschiedenen Levels. Was haben die Entwickler vor, damit sich das ändert, damit ein bisschen neue Frische in Warframe reinkommt? Wenn ihr schon ein bisschen länger bei Warframe dabei seid, habt ihr mitbekommen, dass wir relativ oft neuen Content für Spiel veröffentlichen. Wir haben jetzt gerade vor kurzem ein komplett neues Level-Design veröffentlicht, Phobos. Das ist ein Wüstenplanet mit sehr weitläufigen Arealen. Wir haben den Altra-Modus hinzugefügt, der die alten Level noch mal viel interessanter macht als zuvor. Also seid gespannt, es kommt, es wird immer weiter neues Material hinzukommen. Cool! Okay, wie sieht es denn mit der Erweiterung der Story denn aus? Also wie lange haben die Entwickler überhaupt vor, eine Story für Warframe genau zu schreiben? Wie facettenreich oder wird das Ganze oder eben halt wird es bald nur noch einen Haupthelden geben? Wir haben ja jetzt gerade mit Captain War den ersten Teil der Story veröffentlicht und es wird weiter, die Story wird weiter häppchenweise veröffentlicht werden. Okay, viele sprechen im Forum darüber, dass es einen Warframe-Film geben soll. Gibt es da drüber schon gewisse Infos? There should be a Warframe movie. So what do we say about that? In our dreams. We love the game. Maybe in our dreams we'll make a movie. Also wir würden davon träumen, dass es funktionieren würde, einen Film zu machen, aber ist eher unrealistisch im Moment. Okay. Was kann man denn noch genau sagen über die Individualität des Spielers? Wie weit stellen die Entwickler sich vor, noch mal zu gehen, um das Spiel noch so individuell wie möglich gegen anderen Action-Rollenspielspielern zu gestalten? Wir haben ja jetzt schon, also zur persönlichen Individualisierung haben wir jetzt schon extrem viele Möglichkeiten. Wir haben 14 unterschiedliche Warframes, die alle einzigartige Fähigkeiten haben. Jeder Warframe spielt sich anders als der andere. Dazu die verschiedenen Kombinationen, Möglichkeiten mit den ganzen Waffen, die wir haben. Du kannst so viele Mods in die Warframes reinpacken, dass jeder Warframe einzigartig wird. Also es ist absolut möglich, sich auf seinen eigenen Spielstil komplett anzupassen. Okay, wir haben uns auch schon mal die Warframes, die Characters angeguckt. Jetzt hat es uns stark an einen PSP-Teil erinnert. Es hat uns stark an einen PSP-Teil erinnert. Also der kommt nicht von Warframe. Rengoku heißt das Spiel. Und das erinnert stark an Warframe. Wie heißt das Spiel? Rengoku 2. Nie davon gehört. Noch nie von gehört. Okay, Habt ihr es nie gegeben? Ja. Rengoku. Ja. Rengoku 2. Also wir haben es in den Foren gesehen, dass Leute das scheinbar mit Warframe assoziieren, aber ja. Okay, ich habe jetzt gerade für die, die es nicht richtig verstanden haben, gefragt, wie es aussieht, ob die Entwickler sich von Rengoku 2 den PSP-Spiel inspirieren lassen haben. Wir haben gerade die Antwort bekommen, dass es nicht so sei, sondern dass es reiner Zufall ist. Auf jeden Fall ist Warframe aber ein actionreiches Spiel. Wird das Spiel aber, viele sagen, dass es auch eine tolle Story hätte, aber dass es dann zu schnell den Überblick verliert, was die Story irgendwie aussagt. Wird das irgendwie in nächster Zeit noch verändert werden, dass man besser mit der Story verbunden fühlt? Wir haben ja jetzt schon im Profil, kann man sich jetzt schon die Storyteile einzeln angucken und da wird noch einiges kommen. Seid gespannt darauf. Okay, eine große Überraschung. Ja, dann war es das schon von einem kleinen Interview. Wir bedanken uns bei euch und hoffen natürlich auch erfolgreiche Jahre von einem so kreativen, actionreichen Rollenspiel. Ich bin euer Anubis, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal von Warframe. You start to forget the things you should remember. Thank you.
It's been 10 years.